Handy. Okay. Guck mal, lecker was essen. So, lasst euch schmecken, liebe Leute. Guten Appetit. Nimm mir mal bitte. Dankeschön. Klöße, Salat, Rotkraut. Rotkraut? So, Mama? Ja. Mama? Erdbeerkuchen? Nochmal, Maria, nochmal einpacken. Frankreich. Drehen wir mal um, dass es auch Paris ist. Ja, wir müssen doch nochmal nach Paris, Maria. Mhm. Weil meine Mutter ein Paris-Freak ist. Christ. Ist noch ein Krieg. Ich glaube, die Schlüssel wird für den Jungs. Du nimmst mal wieder ein neues. Das hat so gut geschmeckt, hat meine Tante selber gemacht. Das ist ja jetzt schon 4 Wochen alt. Mhm. Und jetzt kommt noch der Christbuschein, den meine Mutter sich gewünscht hat. Wir haben es so gut eingepackt. Ja, deswegen ist der Odo. Wir haben ja auch auf erster Blick. Kacke, so schöne Blume. Ich weiß Bescheid. Mickey Mouse! Ja, Bescheid. Lucky Lucky! Mickey Mouse! Ach. Ach. Maike! Guck mal, die Katze guckt da, was ich mache. Schau mal. Ja. So, gleich gibt's leckere Wraps. Die sind so lecker. So, hier sind schon ein paar Zutaten. So, hier ist mein Wrap. Jetzt habe ich hier so eine Gouda-Scheibe, Käsescheibe draufgelegt und in der Mikrowelle erhitzt. Jetzt machen wir ein bisschen Fleisch drauf und dann noch so ein bisschen Gemüse. Bisschen Vegetta. Noch ein bisschen scharf. So sieht mein Wrap aus. Hm, lecker. So, heute gibt es ein ganz simples Frühstück. Einmal hier Toastbrot vom Sandwich Maker. Da drin ist Käse und scharfe Salami. Dann ein Grapefruitsaft und ein paar Erdbeeren und dann geht's ab zum Solarium und dann gehen wir noch in die Stadt. So, jetzt gehen wir mal wieder eine Runde shoppen. Wir haben sonst nämlich keine Hobbys. Das geht. DM darf niemals fehlen. DM darf niemals fehlen. So, im DM haben wir schon mal schön eingekauft. Da gibt es überall neue LEs. Bei Essence und bei P2 gibt es eine richtig schöne Limited Edition von Safari, heißt die, glaube ich. Also da haben wir richtig zugelangt. Richtig schöne, schöne, schöne Produkte. Werdet ihr aber alles in einem Haul dann sehen. Gerade in Bershka. Noch Bershka hat so schöne Sachen, wirklich. Das ist der Hammer. Nein, egal, guck. Das ist schön. Ah. Und mal wieder Primark-Time, wie immer. Darf nicht fehlen. Paprika-Sahne, so sieht das aus. So, leckere Smoothies mit Erdbeeren. Lass dich nicht wieder benutzen. Das sieht so lecker aus. Ja, nimm doch. So, ich habe mir gerade Frühstück gemacht. Mal wieder mein Ei, wie immer. Ein paar Erdbeeren, ein bisschen Saft, Honig dann später noch. Und ich mache mir jetzt hier noch von rein frischen Erdbeeren, also gar nichts anderes dazu, so einen kleinen Drink, Smoothie, wie auch immer. Und ich tue wirklich gar nichts anderes rein, außer einfach diese Erdbeeren. So, ich habe mir gerade ein paar Tortellinis gemacht mit einer Käse-Sahne-Soße, wo die 4 verschiedenen Käsesorten drin sind. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, mein
mein Smoothie ist jetzt fertig und da sind jetzt wirklich einfach nur Erdbeeren drin und nichts weiteres. Das schmeckt bestimmt super gut. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Pablo, nein, nein, nein. Mein Schatz, du hast schon gegessen. Boah, das muss ich euch einfach zeigen. Ich habe mir hier gerade so einen Smoothie wieder machen wollen, hatte aber keine Lust auf Milch. Habe wieder so eine Erdbeerpackung reingemacht und wollte eigentlich wieder Milch und ein bisschen Zucker, aber hatte irgendwie Lust auf was einfach ein bisschen Fruchtigeres. Und habe dann hier diesen Eistee reingegeben. Der ist, also so einen Wildkirschgeschmack hat der. Der ist halt wirklich flüssig, gar nicht was Dickes. Also wie man es hier sieht, wirklich so ein Eistee. Und daraus ist jetzt so ein Slush entstanden. Also es ist sehr dick noch, ein bisschen flüssig, aber eher dick. Kann man schon wirklich so löffeln. Und es schmeckt so, 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 so lecker. Also jeder, der auf Kirsch, Erdbeer und sowas steht, das schmeckt so lecker und ist einfach richtig fruchtig, weil keine Milch und so weiter drin ist. Und die hier stelle ich jetzt mal in den Gefrierschrank, damit es so richtig schön dann später ein festes Eis ergibt. Und das löffel ich jetzt. Ich freue mich, das schmeckt so lecker. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Was haben Katzen eigentlich mit Kartons? Ich frage mich, was das für eine Liebe ist, dass sie sich immer draufsetzen, reinlegen, da drin sogar schlafen. Ist echt strange, oder? Miami? Maus, Maus, Maus? Hallo, meine Maus. Leute, kennt ihr das, wenn ihr Schuhe so richtig genial findet, aber sie irgendwie unbequem sind, wehtun, nicht richtig sitzen und? Voll schade. Ich habe die hier jetzt gerade an, das ist so ein richtig schönes Beige und die tun hier hinten extrem weh, auch hier seitlich. Das ist auch 39, also normalerweise habe ich auch gar kein Problem mit meiner Schuhgröße. Und schaut mal hier, wie das aussieht. Also total komisch. Kann man total vorne irgendwie noch was reinstecken. Aber ansonsten hat mir total gefallen, weil ich suche einfach so ganz neutrale Schuhe in so einem schönen Nude-Ton. Naja, schaue ich mal, was die anderen Sachen sind. Ich hoffe, dass mir irgendwas passt oder gefällt. Ich habe ganz viel Bettwäsche bestellt in so in so Rosentönen und rosa beziehungsweise einfach Blumenmustern und ja, mal gucken. Mann, das ärgert mich voll. Die sehen so schön aus. Die sind richtig perfekt. Auch gerade hier, weil hier ist so ein Samt und hier ist einfach dann so ein Lack. Das ist dann nicht zu extrem Samt, weil Samt wird ja, finde ich, an sich schöner, wird aber vorne immer sehr schnell dreckig. Und Leder, so ein kompletter Schuhenleder, ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Keine Ahnung, die sind so perfekt eigentlich. Und die sind so scheiße, wenn man die anzieht. Die tun so unglaublich weh hier hinten. Also, es ist nicht, dass sie zu klein sind. Also, ich kann noch ein Stück nach vorne rutschen. Trotzdem, die tun hier an den Seiten total weh. Und hier vorne habt ihr ja gesehen, da kann man irgendwie noch einen halben Finger reinstecken. So hoch ist das hier. Ich weiß auch nicht, warum. Mann, die wären so schön. Es tut mir gerade richtig weh. Aber ich habe aufgehört, Sachen zu behalten, nur weil ich sie schön finde und sie dann nie trage. Oh Mann, ein Fail nach dem anderen. Ich suche ja schon ganz lange jetzt nach Rucksäcken und ich habe einen Rucksack bei Asos, der ist da hinten, von Asos gekauft in schwarz und den liebe ich über alles. Und ich wollte jetzt noch einen in weiß oder beige haben, irgendwas helles. Und der hier gefällt mir an sich sehr gut, hier mit den Reißverschlüssen und mit der Kette hier, einfach so ein paar Details. Hätte ich an sich auch behalten, aber warum zum Teufel? Also hier ist ja auch noch alles okay und dann kommt hier so ein absolut hässliches Rucksackmaterial mit so schwarzen Schnallen. Das sieht so blöd aus, wenn man mich dann von vorne praktisch sieht, wenn ich das anhabe. Sieht man diese Schnallen, diese schwarzen und dann dieses Material halt. Der ganze Rucksack ist einfach in Leder und dann kommt einfach das. Ich verstehe es einfach nicht. Das sieht wirklich hässlich aus, wenn man das anhat. Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Also richtig übel. Sehr schade, der hätte mir echt gut gefallen. Naja, muss auch zurück. Daumen runter. So, ich mache mir jetzt mal wieder einen Shake. Diesmal mit Milch, ein bisschen Zucker für die Süße und Bananen. Also so ein Bananen-Milchshake im Prinzip. Okay.
Also für so einen Becher habe ich jetzt 2 Bananen benutzt, wie gesagt, ein bisschen Zucker. Und Milch müsst ihr dann halt schauen, wie dick oder wie dünn ihr das haben wollt. Und ja, lecker. So, perfekte Mahlzeit, würde ich sagen. Den Becher habe ich übrigens von Primark gekauft. Ich glaube, der war 3 oder 4 Euro gewesen. Also ich finde den so praktisch. Den kann man überall mit hinnehmen, wegen dem Deckel. Also ich finde es richtig gut und oh, das schmeckt so lecker.